What the fuck ist denn hier passiert? Ah! Oh mein Gott, was ist denn hier los? Habt ihr das gerade gesehen? Das sind zwar jetzt die Outtakes, aber habt ihr das gesehen? Heieiei. Wiener Festspiele. Die alljährlichen Wiener Festspiele haben ihren Höhepunkt erreicht. Am frühen Abend wird das Verkehrsaufkommen der Wiener Straßenbahngesellschaft voll ausgeschöpft, weswegen sie mit der E2 eine Sonderfahrt für Fahrgäste der Linie 71 organisieren sollen. Stellen Sie Weichen und Signale und verändern Sie somit Ihre Route. Ja, Freunde, guten Laune und der beste Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen und weiteren Video rund um Tramsim auf der Konsole, aber auch natürlich über dem PC mit meinem zweiten und damit auch nächsten selbst kreierten, erstellten, aus Papier verfassten Szenario mit dem Namen Wiener Festspiele. Und einige unter euch, genauso wie ich, die vielleicht nicht aus Österreich kommen und gar nicht wissen, dass es wirklich die Wiener Festspiele sind. Die Wiener Festspiele ist ein Opernfestival. Da ist jede Menge los. Also, ich sag mal, in Deutschland, da haben wir zum Beispiel das Splash. Yeah! Wir haben Rock am Ring. Uhahaha! Und hier in Wien feiern sie, ja, das Opernfestival. Die Wiener sind halt ein bisschen kultivierter, wa? Aber nichtsdestotrotz, da ist richtig viel los und deshalb verkehrt hier auch einfach mal alles. Das heißt, alle Straßenbahnen sind voll ausgelastet. Wir sind schon mittlerweile mit den ausrangierten E2 unterwegs als Sonderzug. Den werden und den müssen wir gleich ändern, denn wir werden auf eine Kurzstrecke 71 verkehren von Börse bis St. Marx. Aber wir werden am Schwarzbergenplatz werden wir nämlich anhalten und dort die Fahrgäste rauslassen, beziehungsweise einfach umdrehen. Die Fahrgäste können drin bleiben. Wir machen bloß wieder kehrt Richtung Börse. So sieht es im Endeffekt aus. Also, das heißt, wir werden jetzt einfach mal ganz fix die Linie ändern, unser Ziel ändern. Wir gehen mal hier einmal auf St. Marx. Jo, Linie 71. So, wunderbar. Das haben wir alles, das haben wir alles. Wir müssen ein bisschen gucken. Schottentor, U-Bahnhof Schottentor ist eigentlich der nächste Halt, aber wir nehmen ja hier an der Börse, hier nach dem ersten Signal, nehmen wir die ersten Fahrgäste ja eigentlich schon mit. Das müssen wir nachher mal ganz kurz mal umstellen. Also heißt, wir müssen die Ansage kurz mal rückgängig machen. Ist ein Ding bei der Linie 71, da kommen die nicht so ganz klar. Also im Endeffekt sollten wir eigentlich hier schon losfahren. Wir nehmen aber trotz all dem hier schon mal welche mit, weil ich glaube, die junge Dame, die möchte auch gerne mit dabei sein. Rathausplatz, Burgtheater. So. Seht ihr, die steckt nämlich ein. Ja, Rathausplatz ist sogar weitergesprungen. Ach, warte, wir machen mal ganz kurz die Lichtlein hier an. Da wird sie sich dann auch ein bisschen freuen. Hier, Stadtlicht. Guck mal, wie schön sieht das jetzt aus, oder? Herrlich. Gut. Signal können wir löschen. Wir können weiterfahren. Wir machen mal ganz kurz die Ansage auf zurück, dass der nächste halt Schottentor nämlich ist. So. Blinker ist gesetzt. Umsteigen zu U2, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 1A. Oh, warte mal, hier ist irgendwo Blaulicht. Hast du gerade gehört? Ah ne, schon vorbeigefahren, sehr gut. Okay, Blinker ist gesetzt, ja, man hört es nicht blinken. Ihr habt es gerade gehört, Schottentor, da ist wirklich Dreh- und Angelpunkt. Da verkehren so viele Linien, weswegen wir dafür eigentlich nur eingesetzt sind, damit wir halt wirklich die, ja, ich sag jetzt mal, die Leute von den Opernfestival wirklich dahin bringen können, damit die zum Beispiel nach Hause fahren können oder Leute, die jetzt gerne noch das Opernfestival besuchen wollen, von Schottentor abholen können. Deswegen fahren wir nur diese Kurzlinie von Linie 71. Ganz einfach. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen horcht, ich bin mal ganz kurz leise, dann hört ihr wahrscheinlich schon so ein bisschen das Festival. Je näher wir denen kommen, desto lauter kann es werden. So. Ja, ist natürlich auch eine schöne Abendstunde. Wir haben es gerade 19 Uhr. Wir sind schon eine Minute zu spät. Oh, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Signal ist offen. Müssen uns ein bisschen beeilen. Wir wollen jetzt auch nicht allzu spät kommen. Ist mit dem E2 ein bisschen problematischer. Das, ich sage jetzt nicht manuell, aber die Freigabe ist noch so gestrickt, dass wenn wir die gesamte Türfreigabe machen, dass die vorderste Tür offen bleibt. Die müssen wir nochmal mit einem extra Knopfdruck schließen. So, hier halten wir. Alles einsteigen.
Türen gehen auch zu. Wir können schon mal Signal löschen. Alles gut. Ah. Siehst du, das meine ich. Müssen wir jetzt selber nochmal schließen. Haben wir es da hinten irgendwann? So, jetzt. Hat jemand nochmal irgendwie im letzten Moment raufgedrückt. Gut, ja, weiter geht's. Sehr schön. Also wir müssen natürlich dann, ich glaube, wo ist denn das denn? Rathausplatz ist es nicht. Es ist Opernplatz. Wir müssen mal horchen. Also jetzt kommt erstmal Rathausplatz. Rathausplatz, Burgtheater. Da beginnt es schon, man hört es, es wird immer lauter. Ne, wir müssen weiter vorne, müssen aber ganz kurz nochmal die Ansage tätigen. Vielleicht nochmal kurz die Linie umstellen, damit die Fahrgäste Bescheid wissen, dass wir dort halten werden, dass sie dort aussteigen können, aber auch gerne weiter mitfahren werden. Das heißt, im Endeffekt werden wir uns dann nochmal umrichten als Sonderzug oder als Leerfahrt. Die können aber da gerne mitfahren, weil wir einfach weiterfahren werden. Wir müssen, glaube ich, 1, 2, 3 Weichen stellen. Also wird auf alle Fälle lustig, ich freue mich schon darauf. Und es geht jetzt auch weiter. Ja, und das ist im Endeffekt so mein eigens ausgedachtes Szenario. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich selber vielleicht euch irgendein Szenario überlegen. Und ich versuche das so gut es geht möglich zu machen. Ich hatte eigentlich vorgehabt, das Ganze über den PC hier abzuspielen. Ich muss aber ehrlich gesagt gestehen, ViewApp mit Dovetail zusammen, die haben da echt gut auf der Konsole gearbeitet. Ich habe es auf dem PC gestartet und ich muss sagen, es läuft bei Weitem nicht so flüssig wie hier auf der Konsole. Natürlich haben wir da mehr KI in Sachen Fußgänger und Autos. Deswegen wollte ich es da auch unbedingt spielen. Ich wollte ein bisschen weniger Autos, obwohl auf dem Abend muss ich sagen, hier sind viele Autos unterwegs. Ich wollte einfach ein bisschen mehr Fußgänger, damit es so ein bisschen signalisiert wird, als wäre hier wirklich ein Festival. Aber ich habe dann ganz schnell gemerkt, oh, das ist aber auch ein bisschen doof jetzt gerade, weil irgendwie läuft es gerade. Oh, ist so wie ein Signal. Also irgendjemand. Die sind auch immer herrlich. So, jetzt, ja. So. Letzten Moment nochmal gedrückt wieder. Aber ich habe dann letztens gemerkt, das läuft nicht ganz so flüssig. Und deswegen bin ich wieder auf die Konsolenversion rübergesprungen. Also, man kann eigentlich schon fast ein Fazit mal wieder geben, wie gut eigentlich die Konsolenversion läuft. Auch wenn es aktuell natürlich sehr marginal ist, was so das ganzen Pakete, die ganzen Inhalte anbelangt, aber wir müssen auch eins dazu sagen, TramSim kam natürlich auf dem PC schon 1, 2 Jahre vorher raus und aktuell arbeitet nämlich ViewApp mit Dovetail an den Nachfolger von TramSim, also sagen wir mal TramSim 2. Von daher müssen wir mit denen erstmal auskommen, was wir haben und uns einfach darauf freuen, was vielleicht noch kommt, hier auf TramSim 1, aber auch später auf eine weitere Fortsetzung. Gut. Ah, schade, ich wollte gerade losfahren. Warte mal, da können wir auch mal ganz mal Folgendes machen. Können wir kurz aufstehen? Wir sind gerade Parlament. Okay, Parlament sind wir gerade. Ringvolkstheater. Ja, jetzt wird es natürlich auch alles generell mal ein bisschen lauter hier. Die Chöre singen hier. Der Maestro. Lässt seine Stimme beben, obwohl der Maestro wahrscheinlich der mit dem Diktierstock ist, aber ist auch vollkommen egal. Obwohl ich ehrlich gesagt teilweise sehr gerne klassische Musik höre. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist. Was ist denn bei euch eigentlich so? Was ist euer Musikgenre eigentlich? Und wart ihr schon mal auf dem Festival gewesen? Also ich für meine Wenigkeit war ja letztes Mal auf dem Apache-Konzert gewesen. Ich war früher mal auf kleineren Gigs und Konzerten gewesen, in so einem kleineren Clubs, aber ansonsten so größeren Konzerten eigentlich nie so richtig. So, ich will mal ganz kurz gucken. Wir sind jetzt Burgring Volkstheater. Jo, haut hin. Müssen auch kurz mal warten. Guck mal, da ist nämlich ein Signal. Ist nämlich noch auf geschlossen. Nee, da war ich zum Beispiel gewesen. Also Festival war ich noch nie gewesen. Ich glaube ja auch nicht. Also es wäre aber auch lustig, wenn beim Wiener Festival die Leute genauso agieren wie beim Splash oder beim Rock am Ring. Nämlich da zelten und sich besaufen. Das wäre lustig. Gute Frage. Darf ich jetzt eigentlich hier losfahren? Ich bin aber auch schon ordentlich zu spät. Hoi, Heidewitzka. So, das ist doch eigentlich mein Signal, oder? Oder... Ah, das ist bestimmt gar nicht, das ist nicht mein Signal. Das ist das Signal von dem hier. Das war jetzt ein bisschen peinlich gewesen. So, nächster Halt ist Burgring. Ja, nur Burgring. Vorher war es Ring Volkstheater. Schnell rüber.
So ein bisschen Zeit hier reinholen. Hier vorne ist es auch schon. Leute, noch kurz mal Bescheid geben, dass sie bitte zurückbleiben sollen. So, das können wir uns hier auch ganz entspannt halten. Wir müssen ein bisschen gucken hier auf die... Wir müssen ein bisschen versuchen, trotzdem Zeit reinzunehmen. Sonst, es ist ja schon richtig Chaos hier los. Die Kollegen sind hier wirklich im vollen Gange. Und wenn wir jetzt natürlich auch zu spät sind, dann stehen wir irgendwann mal jemanden hier so ein bisschen im Weg. So, schon mal leicht anfahren. Achtung, bei Achtung können wir auch schon losfahren. Machen wir einfach mal. Ich glaube, bei Achtung, wie ist das eigentlich? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei Achtung fahren wirklich schon sehr viel los. Das ist so ein richtig langes Signal, was wie beim Autofahren wie gelb ist. Opa, Karlsplatz. Und ihr merkt es. Oh, jetzt bebt schon richtig hier. Es wird immer lauter hier. Und hier werden wir mal kurzzeitig das Signal umstellen, dass wir wenigstens Schwarzenbergplatz als Endstation darlegen. Na, guck mal, ihr seht mal, wie spät wir eigentlich sind. Vor uns ist nämlich ein Kollege, der hat uns nämlich schon überholt. Die Linie 2 nach Friedrich-Engels-Platz. Wir machen ja auch schon mal auf, weil die Frau will ja auch hier hin. Alles einsteigen. Aber auch schön, guck mal hier. Sieht man nicht ganz, weil auch der davor ist. Da ist, glaube ich, der Opernplatz. So, wie gesagt, wir werden es nochmal schnell hier ändern. Tja. Ziel werden wir nämlich mal ganz fix umstellen auf. Genau. Schwarzenbergplatz. Wir sollen ein bisschen vorfahren. Können wir nochmal die Türen ganz kurz öffnen. Dann können wir uns nochmal dieses wunderschöne Abbild hier am Opernplatz genehmigen und uns daran ergötzen. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Fahrgäste, nächster Halt ist Schwarzenbergplatz. Dort ist quasi die Endstation. Sie können dort aussteigen oder Sie können mit mir weiter zur Leerfahrt in die Wendezentrale fahren und dort geht es dann wieder zurück Richtung Börse und über den Opernplatz, um das wundervolle Wiener Festspiele, unser Opernfestival, hier noch gemeinsam zu genießen. Wie gesagt, Endstation, Sie können aber gerne drin bleiben, falls Sie wieder Richtung Börse zurückverkehren wollen. Gut, sehr schön. Wir machen daraus jetzt nochmal ganz schnell eine Sonderfahrt. Oder machen wir Leerfahrt? Ne, Sonderzug, wa? So, steht auch jetzt hier hinten dran. Sehr schön. Das müssen wir ein bisschen vorfahren und da vorne seht ihr schon, es geht jetzt normalerweise nach geradeaus. Wir müssen aber rechts rein, deshalb müssen wir kurz mal hier stehen bleiben. Türchen öffnen. Uns das Weichengestellwerkzeug hier nehmen. Ich nenne es einfach mal jetzt so. Auch ein geiler Name, Weichengestellwerkzeug. Könnte wirklich so ein Auszubildungsnamen sein. Jetzt muss ich mal überlegen. Genau, einmal so. Und jetzt müssen wir eigentlich nur hier einmal daneben greifen, das wollen wir rausziehen. Sehr schön, hier wieder rein. Den Blinker gesetzt. Und dann geht's einmal hier rechts rein. Wir müssen aber gleich ein bisschen aufpassen. Denn wir müssen da vorne, beim Signal, wenn wir halten müssen, halten. Aber ihr werdet nämlich gleich erkennen, wo wir nämlich gleich sind. Dessen Namen ich mal wieder nicht weiß. Wir sind aber Nähe Karlsplatz. Ist das Karlsplatz? Oh Gott, ey, ich hab's immer nicht so im Sinn. Aber da, wo die Linie 1 verkehrt, also diese berühmt-berüchtigste Linie, da müssen wir gleich aufpassen. Wir müssen nämlich da auch nochmal die Weichen stellen, weil sonst fahren wir Richtung Stefan-Fadinger Platz. Und das wollen wir ja nicht. Sprich, wir würden die Linie hier weiterfahren. Wir fahren jetzt ganz normal hier entlang. Wir müssen nun kurz mal hier warten, weil hier ist wieder ein Signal, das zu ist. Und da vorne müsste nochmal eine Weichenumstellung sein, dass wir einmal komplett rumdrehen und zur Börse fahren. Das ist so ein bisschen die Besonderheit, die wir natürlich heute hier haben.
Das heißt, wir können natürlich noch ein paar Fahrgäste jetzt hier ein- und aussteigen. Dann machen wir jetzt auch natürlich mal die Türen kurz mal auf. So. Machen wir uns auch mal auf. Nimm unser weichen Verstellwerkzeug. Stecken das hier rein. Stellen jetzt einmal die Weichen. Ihr werdet es nämlich jetzt gleich sehen. Da! Das war nämlich nach links. Die wollte ich nach außen. Nein, links. Außen will man die Linie 1 nämlich weiter verkehren. Das nehmen wir uns jetzt wieder raus und setzen uns wieder rein, fahren weiter. Und dann müssen wir, glaube ich, nochmal eine Weiche stellen. Aber das werden wir gleich sehen. Türen sind alle zu. Freigabe ist gelöscht und wir können weiter. Jetzt geht es hier einmal komplett nach links rum. Muss ich so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wir sind jetzt soweit richtig hier. Ja. So, genau hier entlang. Hier müssen wir auf kein Signal achten. Genau, wir sind richtig. Vor allem müssen wir nur aufpassen. Da kann sein, dass noch eine Weiche ist, dass wir links abbiegen und nicht nach rechts. So, hier so ein bisschen aufpassen. Vorne ist ein Signal, ein Vorsignal. Und da vorne ist das Hauptsignal. Aber es geht, glaube ich, ja, es geht jetzt hier nach links. Alles klar. Hier wollen wir nämlich hin. So, dann halten wir hier vorne nämlich mal. Lassen die Fahrgäste nämlich mal rein. Natürlich mal ganz kurz hier die Linie um, damit die auch wissen, wo wir jetzt verkehren wollen. Wir wollen nämlich Richtung Börse. So, Türchen zu. Börse steht drin. Lass es einfach jetzt mal so. Und da vorne werden wir mal kurz mal die Weichen stellen, weil wir nehmen noch die Fahrgäste auch dort mit. Die warten nämlich eigentlich auch auf die Kurzlinie 71. Nicht, dass wir die da irgendwie vergessen. So, weil hier geht es normalerweise nach links rein. Wir wollen aber nach rechts gerne. Das heißt, einmal hier drehen. Wieder rausholen. Schnell rein mit uns. Blinker ist gesetzt. Türchen zu. Signal kommt schon. Wir dürfen jetzt hier nach rechts fahren. Biegen wir einmal ab. So, jetzt machen wir eigentlich im Endeffekt auch nur kleine Kehrtwende und fahren jetzt hier nochmal an. Ey, uns hat Markt, soll ich jetzt nicht fahren. Ah, ich müsste bestimmt noch irgendwas anderes verändern. Ist auch egal. Hauptsache, steht Börse dran, ist alles toll. Man muss aber auch dazu sagen, das Doofe ist nämlich hier beim E2, wir haben hier nur die Taste Ansage zurück, nicht vor. Bei anderen, bei den neueren, ist Ansage vor. Also da könnten wir uns... Oh, scheiße. Scheiße. Also haben wir uns voll verfahren. So, ich bin jetzt eine ordentliche Runde gedreht. Ich habe gerade gemerkt, wir können zwar hier rechts lang fahren, aber... die Wendemöglichkeit besteht nicht hier direkt entlang. Also wir können, wenn wir einmal um diesen Häuserblock fahren, kommen wir nämlich immer hier raus. Das ist das Problem. Also sollten wir jetzt das tun nicht sein lassen. Wir sind aber jetzt immerhin in der Zeit. So viel sei schon mal gesagt. Okay. Ah. So, genau. Wie ihr gerade gehört habt, Opa Karlsplatz. Wir haben es endlich geschafft. Ich bin nochmal eine ganze Runde einfach hier fahren. Dann hat es einigermaßen geklappt. Oh, hier sind gar keine Fahrgäste. Wir halten mal natürlich aber trotzdem. Wir sind in der Zeit auf alle Fälle. Ich hoffe, ihr hört mich einigermaßen bei diesem Krach von diesem Opernfestival. Und ja, wir fahren jetzt im Endeffekt Richtung Börse. Jetzt hat es alles soweit eingestellt. Wie gesagt, bei der E2 ist das Problem, wir haben hier nur die Anzeige oder die Taste Ansage zurück, nicht vor. Die gibt es zum Beispiel beim Flexity und so weiter. Das heißt, wir hätten auch weiter wegklicken können, zurückklicken können und so weiter und so fort. Und dann hätte es schon einigermaßen geklappt. Also wie gesagt, wir sind Richtung Börse unterwegs. Wir fahren jetzt noch ein bisschen gemütlich durch und genießen es einfach mal so ein bisschen. Und wie gesagt, denkt einfach mal daran, haut ein bisschen was in die Kommentare raus. Wir werden auf alle Fälle nochmal in den nächsten Folgen, wie gesagt, auf eure Kommentare ein bisschen reagieren.
Was ist jetzt hier hinten los? Ja, hier. Verzeihung. Vergesse ich immer wieder, dass hier vorne. Das ist das Doofe manchmal, wa? Da bleiben die Türen manchmal vorne auf. So, jetzt ist es gelöscht. Und wir können weiter vorfahren. Nee, aber Trams, wir werden es halt immer so ein bisschen Abwechslung machen. Szenario, auf eure Kommentare reagieren. Und es steht natürlich auch in der Woche auf alle Fälle wie ein großes Rennen vom City Driver gegen den Tramsen an. Wer ist schneller? Bus? Entschuldigung, ich meine natürlich Auto oder Tram. Aber ich hoffe mal, so an sich das Szenario könnte man auch in Wirklichkeit so ein bisschen übernehmen. Wie gesagt, das doch ein bisschen natürlich spezieller machen mit ein paar Lichteffekte. Das wäre nochmal eine coole Sache gewesen. Aber ich will auch nur ein bisschen aufzeigen, was hier vielleicht so ein bisschen geht. So, nächster Halt ist Burgring. Da machen wir jetzt schön Halt. Ah, hier sind wieder ein paar Fahrgäste. Ein Glück auch. Ich dachte schon, jetzt haben wir die irgendwie vergrault. Aber ich finde so die E2, die hat schon ihren Charme. Die E1, die es auf dem PC gibt, also eine etwas ältere Variante, da sind so ein paar Soundmarotten, die gefallen mir halt gar nicht, wa? Okay, bei E2 gefällt mir nicht, dass ich immer vergesse, dass die Tür vorne zuzumachen ist noch, wenn sie durch eine Freigabe geöffnet worden ist. Das passiert dann schon manchmal. Aber ansonsten wunderbar. So, nächste Halt ist Ringvolkstheater und ja, überall war in der ganzen gesamten Stadt ist Musik angesagt. U3, 46, 49, 48A. Weil ich finde bis heute immer noch wirklich auch teilweise die Lichteffekte hier beim Tramsen richtig schön gelungen. Und was ich auch so toll daran finde, ist ja, ich weiß nicht, wie weit ihr das Ganze ja benutzt, dass ihr halt natürlich viele Einstellungen trotz all dem im Spiel verwenden könnt. Ob ihr die Zeit verändern wollt, ob ihr die Jahreszeit verändern wollt, obwohl Jahreszeit war beim PC möglich gewesen, aber Wetter und so war zumindest auch hier mitten im Spiel möglich gewesen. Und das ist schon ein cooles Feature und natürlich auch generell den Fahrplan verändern wollt. Einfach mittendrin, also ihr müsst ja nicht immer gleich ins Hauptmenü springen, eigentlich passt es schon alles so, wie es gerade ist. Jetzt sind wir ein bisschen früh dran, deswegen sind wir auch schon nah angeschlossen oder aufgeschlossen zu unserem Vordermann. Aber wir müssen uns sowieso bald ein bisschen umorientieren, wir müssen nämlich auch bald links abbiegen. Parlament, nach Schottentor müssen wir auf alle Fälle dann auch schon mal den Blinker nach links setzen, gucken, ob die Weichstellung gesetzt ist, müsste normalerweise mit der 71... Müssen wir uns so ein bisschen darauf verlassen. So, gelöscht ist alles. Weiter geht's. Zeit sieht gut aus. Wir sind pünktlich. Und nächster Halt ist... Parlament. Parlament. In Richtung Dornbach. Nussdorf, die Linie D nach Nussdorf. Oh, da müssen wir sowieso hier warten. Wow, da. Oh, schön über Rot nochmal gebrettert hier. Kommen wir eigentlich auch hier links irgendwo rein? Wäre auch interessant. Sieht so aus, als könnte man die aber verstellen. Können wir uns auch mal. Wir müssen uns wirklich mal. Vielleicht habt ihr auch ein paar Ideen und ein paar Anmerkungen. Gerade David, David und sowas alles. Ihr habt ja alle so wirklich richtig viel Ahnung davon, wo man am besten vielleicht so eine Weichenstellung ausprobieren könnte. Und das könnten wir gerne mal in einer separaten Folge so ein bisschen nachgehen. So, jetzt kommen wir Rathausplatz. Burgtheater. Rathausplatz. Burgtheater. So, passt eigentlich ganz gut. Der fährt nämlich auch gerade jetzt so ein bisschen vor. Ja, wir sind aber auch wirklich schnell unterwegs. Handy weg. Hallöchen, ach nee, schönen Abend wünsche ich Ihnen. Ja. Türchen vorne wieder schließen.
Oh, man ist halt auch wirklich nah zu den Fahrgästen. So, Schottentor U-Bahnhof ist auch schon der nächste Halt. Schottentor. Umsteigen zu U2. Aber wie gerne ich mal sowas, so eine Straße überholen würde wollen, ey. 41, 42, 43, 44, ja, auch wenn Opernfestival ist, war Blaulicht ist immer hier unterwegs. Müssen wir aufpassen. Ich glaube, hier ist wieder so eine Zwischenhaltestelle. Kann das sein? Nee, da vorne ist schon Schottentor. Hi, ich hab's ja gesagt, es ist hier richtig. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, wir sind jetzt 15 Minuten zu schnell dran. Langsam hier ranfahren. Auch ein Bild für Götter, oder? Modern trifft auf alt. Was gefällt euch eigentlich besser? So die etwas älteren Varianten oder doch die neueren Varianten? Aber guck mal, bei Nacht macht das Ganze schon wirklich eine schöne Augenweise. Sieht schon schick aus. Guck mal, er sagt gerade zu ihr, wollen wir nachher doch mal? Ach, lass mich in Ruhe. Du weißt doch, ich will dich. Ja, aber ich hätte schon irgendwie Bock, die Channel anzumachen. Du, wir haben jetzt gestern schon dreimal Toy Stories hintereinander geguckt. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Guck mal, das ist eine Zwillingsschwester. Sehr schön. Also, hier können wir auch schon mal zumachen. Immer hinterher. So, Signal hier bekommen. So, und wir müssen auf alle Fälle jetzt aufpassen. Wir lassen jetzt noch ein bisschen vorfahren, weil wir müssen bald links abbiegen. Börse. Umsteigen zu D. In Richtung Nussdorf. 40A. Und da bin ich mal gespannt. Also, die Weiche müsste sich ja irgendwie umstellen. Und da müssen wir aber selber ein bisschen darauf achten. Da vorne müssen wir nämlich rechts ab, links abbiegen. Nee, da vorne nicht. Weiter. Noch eins weiter. So, wir haben jetzt noch ein bisschen vorgelassen, weil wie gesagt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir müssen irgendwann, der fällt wahrscheinlich dann geradeaus und wir müssen irgendwann nach links abbiegen. Hier noch nicht. Hier ist die Straße, wo wir rauskamen. Wir müssen eine weiter. Ich glaube, da vorne steht er nicht und dann müssen wir nämlich nach links. Und da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Müsst ihr... Ah. Er fährt schon nach links. Oh, schnell hinterher. Schnell hinterher. Links ist offen. Ja. Oh, wunderbar noch geschafft. War auch noch offen gewesen, muss man dazu sagen. So, wo fährt er jetzt gleich lang? Gute Frage. Nussdorf. Wo ist denn Nussdorf? Fährt er jetzt auch hier links rein? Könnte er vielleicht mal gleich blinken? Nee, er fällt geradeaus. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Stellt sich denn die Weiche jetzt hier gleich um? Ja, oh. Ach, schade, haben wir voll verpasst. Oder? Oh, oh. Ach, scheiße, ich bin mir jetzt ganz unsicher. Ich glaube, zu meinen... Die hat sich jetzt gerade umgestellt. Ja, hat sie auch. Gut, Freunde, gute Laune. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wiener Festspiele. Wie gesagt, ich werde mal so ein bisschen gucken, mir ein paar Szenarien überlegen. Aber ich fand das gar nicht mal schlecht. Wir haben ja auch den Herbst, den Winter, den Frühling vor uns. Und falls ihr, wie gesagt, eine coole Idee habt für ein Szenario, einen Titel oder vielleicht sogar einen kleinen Leitfaden, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich gehe dir ein bisschen nach. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssikowski.